Hallo, ich bin's wieder, Dr. Snow. Wie seht ihr jetzt zum Thema Autowehr? Was ist wichtig bei der Autowehr? Natürlich die Wassersäule. Wenn man gescheit schneit, soll es richtig wasserdicht sein. Atmungsaktiv soll eine Jacke oder eine Hose sein, dass, wenn man mal schwitzt, dass richtig der Dampf nach außen geht. So wie man da sieht, bei den Reißverschlüssen verschweißt soll es sein. Isolierung ist natürlich wichtig, dass man bei minus 10 Grad nicht friert. Viele Taschen soll es haben, eine Jacke oder eine Hose. Zum Beispiel bei den Jacken, dass ein Mediafackel dabei ist, mit Kopfhörerausgang. Oder dass ein Goggle reinkriegst in der Tasche. Natürlich Kapuze, was auch über den Helm geht, was man perfekt einstellen kann für den Helm oder auch für eine Beanie. Strapazierfähig soll natürlich die Autowehr sein. Dass wenn man mal einen Grab macht, dass es nicht gleich reißt, die Nähte aufreißen. Schneefang ist natürlich ganz wichtig, wenn es einmal in den Tiefschnee oder im Bau, wenn es sich schmeißt, dass nicht mal Schnee unter der Jacke umhast. Und Style. Schau mal die Kombi, schaut einfach geil aus, oder? So, das war's zum Thema Autowehr. Die Styles, was noch viel mehr gibt bei uns in unseren Mauerjobs. Hat mich gefallen, wenn es vorbeischaut. Macht es gut. Servus.